Ja, wir haben den Schmelztiegel endlich. Wir haben ihn zurückerobert und hatten dabei eine Vision von mehreren Kreuzrittern, die uns gegrüßt haben. Und wir sind auf dem Mars zurück durch den, weil der Samuel hat mich ja durch diese Ketten irgendwas bla zurückgeholt. So, du musst den Brunnen verschließen, die Energiequelle des Höllenportals auf dem Mars. Dazu musst du einen letzten Höllensprung wagen. Samuel hat einen Plan, wie er dich zum Brunnen zurückschicken kann, aber er braucht deine Hilfe. Und wir sind in der Vega-Zentralverarbeitung und ja, ich bin mal gespannt. Ich bin Vega. So, und der Vega, das ist ja diese KI, falls ihr euch erinnert. Fraglich, ob der vielleicht was mit Vega gemacht Du hat. hast den Schmelztiegel. Mit ihm kannst du die Macht des Brunnens bändigen. Wir haben einen Plan, wie wir dich dorthin bringen können. Vega führt dich durch den Vorgang. Alles klar, Vega führt mich durch den Vorgang, aber wir haben ja noch ein paar Waffendinger, die wir hier. Nee, hier. Mein. Mein Gauss-Gewehrchen, das ist immer noch das Beste, was gibt. Gut, dann reden wir doch mal mit Vega. Haben wir noch Informationen über Vega? Dies ist meine primäre Betriebseinrichtung. Hier wurde ich geschaffen und hier befindet sich meine Kernprozessoreinheit. Es sind etwa 2,4 Terawatt für meinen Betrieb nötig, aber man hat entschieden, dass wir diese Energie nutzen können, um dich zum Ursprung des Portals zu schicken. Oh. Ich werde das nicht überleben, kann mich aber auch nicht selbst vernichten. Daher werde ich dich durch den Vorgang leiten. Das ist ja gemein. So, was wäre das hier? Noch weitere verkürzte Nachladezeit für Ausrüstung. Und Umweltwiderstand, explosive Pfeffer richten bei dir. Ausrüstung, was Alle haben wir denn? internen und äußeren Kann ich Türen denn der die Station Ausrüstung wurden überhaupt gesperrt. wechseln? Das Du würde mich musst mal einen Weg interessieren. hineinfinden und die Sicherheitssysteme abschalten. Mit Alt? Nö. Es tut mir furchtbar leid, dass ihr jetzt wieder das seht. So, Maus und Tastatur, Tastenbelegung. Aber ich würde gerne wissen, wie ich meine Waffe wechseln. Ja, aber nicht die Ausrüstung einsetzen. Nächste Ausrüstung, F1 und F2. Aha. Dankeschön. So, wir haben Hologramm, Handgranate und Sauggranate. Ich lasse mal die Sauggranate drin, aber ich benutze die eh nie. Bisher noch gar nicht. So, vor uns ist auch irgendwo eine Puppe. Und zwar irgendwo hier. Da haben wir doch schon ein Geheimnis. Sehr nett. Und hier haben wir auch Muni für die BFG. Damit ist sie wieder voll, richtig? Nein, fehlt noch eins. Upsala. Ich bin immer sehr schnell mit Escape. Ach, shit. Ja, das ist so ein Fall nicht zu tief runter. Jetzt bist du
wahrscheinlich tot. Au. Ach. Ist wohl weg. Was? Ist er runtergefallen und gestorben? Ja, witzig. Was für doofe Dämonen. Meine Sicherheitssysteme arbeiten auf zwei getrennten Neuralnetzwerken, die in der Wartungseinrichtung zusammenlaufen. Jedes Ende wird durch ein Energiefeld geschützt. Aber du dürftest das überleben. Na dann, mein Gott. Neurales Primärsicherheitsnetzwerk offline. Auf geht's! Hallo? So, Rechts-Links-Kombination. Haben sogar BFG-Muni. Jetzt ist es leider vorbei. Da liegt noch was. Was bist du denn? Unverwundbarkeit? Wozu? Ich glaube, das war es auch schon. Na, wahrscheinlich kommt gleich noch mehr. Und das hätten wir vielleicht besser aufgespart, aber... ja. Im Nachhinein, ne? Ist man immer schlauer. So, wir haben beide Sicherheitssysteme deaktiviert. Jetzt sollen wir irgendwie nach oben. Meine zentralen Betriebssysteme sind jetzt verwundbar. Du solltest zuerst das Kühlsystem zerstören. Das wird die Destabilisierung beschleunigen. Wie wieder nix. Hier war doch noch eine Rüstung, oder? Lohnt sich auf jeden Fall mitzunehmen.
Scheiße. Nee. Wo bist du jetzt hin? Ach. Bin ich denn jetzt reingefallen? Ja. So, kommst du wieder zurück? Ah, da bist du. So, war's das jetzt? So, sichtbar sehe ich nichts, also gehen wir mal einfach weiter. Geraten Sie in eine drei Dämonen hinteres Ereignis, bewahren Sie Ruhe. Ein Gefolgsmann. Ja, ja, halt ruhig dein Schild dahin. Nee. Ich will immer nachladen. So, Automap kriegen wir auch. Sehr schön. Blaue Sicherheitsfreigabe erfordert. Und dafür brauchen wir erstmal den blauen Keycode. Das heißt, wir müssen jetzt. Blaue Sicherheitsfreigabe erforderlich. Brauchen wir jetzt irgendwie wieder einen. Blaue Sicherheitsfreigabe erforderlich. Ja, ist ja gut. Dämonen als Waffen für eine bessere Zukunft. Ja. Na, Kettensäge sind wir voll. Was haben wir hier? Scheint jetzt nichts zu sein, wo man so nicht hinkommt, aber da will ich noch nicht runterspringen. Ich möchte mich erstmal noch kurz hier umschauen. Alter, wo kommst du denn her jetzt bitte? Bewahren Sie Ruhe. Ein Gefolgsmann der Stufe 3 würde nicht in Panik geraten und das sollten Sie auch nicht. Keine Sorge, ich gerate nicht in Panik. So, ich schätze, mit den Aufzügen komme ich auch da runter. Deswegen werde ich jetzt erstmal einmal hier runterspringen. Und gucken. Wir haben auf jeden Fall einen Speicherpunkt gefunden, aber hier komme ich noch nicht durch. Ein Secret war es jetzt auch nicht. Ah, da ist unsere Keycard.
immerhin müssen wir den Typen nicht mit uns rumschleppen. Zugang gestattet. So, und hier können wir jetzt auch mit der blauen Keycard dann raus und da dann Zugang gleich weiter. Gestattet. Bist du schon tot? Au. Ich glaube schon. Upsala, es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Wir haben wieder 4. Das heißt, wir können hier... Den wollte ich machen. Aber sonst gibt es hier anscheinend nichts. Außer da drunter soll... Ah. Ein Superheal. Und jetzt sind wir irgendwo... Gott. Okay. Nice. Aber wie komme ich hier weg? Ah, da. So kommen wir auf jeden Fall hoch. Kommen wir noch weiter hoch. Ah, hier geht's lang. Erste Tests von Vegas Protoplasma. Dann sind wir auch schon direkt da, wo wir hin sollen. Und ich gehe mal davon aus, ja, das wäre der Aufzug gewesen. Und hier werden wir dann mit dem Aufzug hinbekommen. Um die vielen Meilen von Vegas Schaltkreisen und die Millionen Prozessorknoten zu beherbergen. Du siehst das beste Kühlsystem aller Zeiten vor dir. Es hat Jahre gedauert, es zu perfektionieren. Zerstören Sie die 4 Kühlmittelgeneratoren. Sind sie vernichtet, werden meine Primärsysteme überhitzen. Ach Mensch, Vega, ich möchte das eigentlich nicht. Wenn ich ehrlich bin. Tut mir so ein bisschen leid, der Arme. Naja, egal. Kerntemperatur steigt. Der falsche Mod. Ja, und für die bräuchte es auch nicht. Reicht die. Aber lass mich einmal ganz kurz gucken, ob wir hier irgendwo noch ein Secret haben. Also hier ist noch was zum... Hier ist ein Super Heal, aber das ist, glaube ich, da irgendwie zwischen. Hier ist noch was zum Lesen. So, bin ich da? Ja, hier. Ja, und jetzt seht ihr, ich habe schon wieder das Problem, dass es langsamer läuft. Habe ich das Gefühl. Das nervt mich auch so ein bisschen. Na, sehen wir mal zu, dass wir die Dinger hier ausgeschaltet kriegen. So, es sind 3.
Also, wo ist denn dieser dämliche letzte Kerl? Ist der über mir? Jo. Ich dachte, der schießt durch, der Strahl. So, jetzt hätten wir alle kaputt. Jetzt muss ich den Kampf anscheinend beenden. Oh Gott, Junge, wo bist du denn? Komm doch her. Das kann doch nicht sein. Das ist jetzt irgendein Idiot, der hier rumhängt und mich nicht sieht, oder was? Ich check's nicht. Da habe ich was gehört. Schieß doch mal auf mich. Nein. Hier ist er auch nicht. Hier hätten wir noch BFG-Muni. Ist ja ganz nett, aber nicht sinnvoll. Ah, haha, da ist einer. Ist immer noch ein Fetti. So, hat der andere sich überlegt, auch mal wieder aufzutauchen. Fröhliches Monster suchen. Ach. Danke. Sie können sich jetzt zu meinem Kern begeben, um den Vorgang abzuschließen. Sehr nett, sehr, sehr nett von dir. Dankeschön. Irgendwas piepst hier höllisch. Ach, jetzt geht's ganz nach unten. Der Zug so. Unten wird dich zum Eingang bringen. Sehr schön. Hier hatten wir einen Speicherpunkt. Ich werde nochmal ganz kurz alles neu machen, damit nicht irgendwie jetzt nochmal so irgendwas Komisches kommt, dass das alles langsamer wird. Ich weiß nicht, ich habe das nach ein paar Stunden passiert das immer wieder. Ich frage mich warum, aber egal. Ich würde sagen, das machen wir nächste Folge oder wie auch immer. Bis gleich. Ich weiß es nicht genau. Tschüss. Ja, hier sind wir wieder und ich habe das jetzt kurz ausgestellt. Wir sollen auf den Zug. Ich denke mal, dass das auch schon das Ende des Levels ist. Jedenfalls könnte dem schon so sein. Um Zugang zu meinem Kern zu erhalten, musst du im Raum vor dir die dämonische Bedrohung beseitigen. Puh.
Naja, anscheinend ist doch noch nicht Ende. Oh, und mir geht's richtig kacke, sehe ich gerade. Lass. T und Bam! BFG! Motherfucker! Oder sowas. Was sagt der im Film? Ich weiß es gar nicht mehr. Wer den Film Doom gesehen hat, wird es bestimmt wissen. Was The Rock, Dwayne The Rock Johnson da sagt. Ich hab's leider vergessen. Meine Hast finde ich auch nett, aber ist jetzt nicht mein Favorite. Die beiden leider nicht so ganz erwischt. Ich hab nichts mehr für die Plasma. Jetzt grün? Ist das was anderes? Das ist einfach nur der Lichtanfall. Ah, habe ich nicht was Besseres. Super Shotgun. Ist vielleicht auch der kleinste Raum, den ich mir hier ausgesucht habe zum Kämpfen. Ja, man kann das ja alles persönlich regeln, ne? Ja. Ja, bitteschön. Auch. Hui. Er ist ein bisschen eng hier oben. Für die auch. Apropos. Wir haben ja eine Möglichkeit, an Muni ranzukommen, so ist das nicht. Ach. Der blockt mich, der Blöde da hinter mir. Ich hab noch getroffen, du Schwein gehabt. So, Dämonenpräsenz. Da ist noch eine Dämonenpräsenz. Und da ist noch eine Dämonenpräsenz. Nicht mehr. Auch noch. Haben wir irgendwo Leben rumliegen? Denke, das war's, oder? Fehlt noch was. Vielleicht hängt hier ganz... Ah, hier unten hängen noch welche rum. Solche Kumpels. So, ich denke mal, darunter sollte man nicht. Wir schauen uns einmal hier um, aber ihr seht, in diesem Raum ist auch gar nichts. Hier oben haben wir ein paar Sachen. Aber da kommen wir wahrscheinlich automatisch vorbei, weil wir da hoch müssen. Ach, BFG bin ich wieder voll. Oder wie? Jo. Auch ein Grund, die eigentlich öfters zu nutzen, ne? Bei solchen großen Kämpfen. Das macht das Ganze relativ einfach, weil man echt... eine ganze Menge Leute einfach wegknallt. Und... so, hier müsste das irgendwo sein, ne? Hier unten. Oh, kack. Warte. Okay, wie kommt man da hin? Hier unten durch definitiv nicht. Das heißt, das wird wieder so ein... oder hier...
Ja, ich, der kommt wieder runter. Versuch aber trotzdem. Verliere mal. Speicherkapazität. Kontrolle über neurale Funktionen minimal. Ach Mensch, Vega, das tut mir echt leid, weißt du das? Sobald Vegas Kern vernichtet ist, zieht dich das Energievakuum zurück in die Hölle. Dein Ankunftsort ist der Brunnen. Verschließe ihn jetzt mit dem Schmelztiegel, dann schließt sich auch das Portal auf den Mars. Für immer. Sie werden dich sicher nicht kampflos zum Brunnen lassen. Aber so magst du es ja am liebsten, oder? Das ist deine Natur. So bin ich. So, ist das jetzt so ein dämlicher Aufzugskampf? Ich hasse Aufzugskämpfe. Erinnert so ein bisschen an den Half-Life-Aufzug, nur andersrum, ne? Dass man hier hoch, nicht runterfährt. Nö, alles noch schön ruhig. Noch. Hallo Vega, du bist ja ein riesiges Gehirn. Neuralprozessoren. Der Vorgang ist abgeschlossen. Danke, Vega. Ich bereue vieles, Dr. Hayden. Habt ihr gesehen? Er hat auf Sicherheitskopie gedrückt. Ja, er ist netter. Ja, damit hätten wir das auch gepackt. Das ist doch schön. Wir haben die drei Elite-Wachen gefunden. Uns fehlt wieder nur ein Secret. Gut, Herausforderung. Ist jetzt, muss man halt drauf spielen von vornherein. Habe ich jetzt auch wieder nicht geguckt, aber naja, ist auch egal. Ja, das war es erstmal von mir. Nächste Folge sehen wir uns wieder. Bis dann.